Hallo meine Freunde, auch wieder mit Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Das letzte Mal haben wir... Gute Frage, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben letztes Mal den Olymp, glaube ich, gemacht, genau. Und jetzt können wir noch zwei Welten machen, gucken, ob ich die heute fertig kriege. Wäre schön, wenn ja, wenn nicht, dann nicht. Seit dem letzten Mal habe ich, glaube ich, ein bisschen was gemacht. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ehrlich gesagt, weil das letzte Mal ist schon ziemlich lange her. Ich will aber das Spiel hier langsam aber sicher zu Ende bringen. Allgemein möchte ich meine gesamten Projekte mal zu Ende bringen. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit Monstro an, weil, ja, ich habe gerade den Nerv für Monstro. Wenn es, obwohl es kann ja nicht so schlimm sein wie im Original. Also wie in Kingdom Hearts selbst. So schlimm kann es ja nicht sein, weil hier sind die Räume ja relativ strukturiert immer und es passiert nicht wirklich was. Yay. Und sie sind immer eckig aufgebaut. Wuhu, was für ein komischer Ort. Hier ist alles so elastisch und weich. Noch so warm. Ich würde am liebsten ein Nickerchen machen. Eigentlich müsstet ihr euch Sorgen machen. Wer ist da? Ihr seid hier im Magen von Monstro, dem Wal. Die Stimme kenne ich doch. Pinocchio, Pinocchio, bist du das? Komm raus! Bist du das, Jiminy? Puh, ich hatte nie gedacht, dass wir uns hier wieder treffen. Du entkommst mir nicht, Junge. Ich bin dein Gewissen. Dein Gewissen soll dich immer zu, sollte dich immer zu leiten, stimmt's? Da, Jiminy, und ich war ganz brav, während du weg warst. Ich habe mich nicht mal, ich habe nicht einmal gelogen. Hm, oh je. Ach du grüne Neune. Ups, aber wie kommt ihr in Monstros Magen? Über einen recht ungewöhnlichen Weg. So ungewöhnlich, dass wir gar nicht mehr wissen, wie. Wie schade, ich hätte gehofft, ihr könnt mir und Vater hier raushelfen. Was denn, Geppetto ist auch hier? Sicher, kommt mit. Du. Yay, Schlüssel des Anfangs. Okay. Und jetzt habe ich ja beim letzten Mal angekündigt. Kommt hier gleich ein kleiner Schnitt. Außer es kommt jetzt noch irgendwas. Wenn der Ladevorgang fertig ist. Nein, kommt es nicht. Dann werde ich nämlich jetzt eben schnell mal die ganzen Monstro-Kämpfe abschließen. Also ich werde hier sich mal die Karte anguckt, alle Zwischenräume hier machen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich vor diesem Raum hier stehe. Außer es passiert irgendwas Tolles, Unerwartetes, was gezeigt werden muss. Also bis gleich. So, ich habe soweit mal... Hoppala, falscher Knopf. Soweit mal Monstro abgeschlossen. Hab dabei ein Level abgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das reinstellen werde. Und habe in der Kiste... Feuerwurf gelernt, was ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen seltsam finde, weil sowas sollte man meiner Meinung nach eigentlich per Level ablernen. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt habe. Und da können wir nicht rein. Da fehlt uns noch die Karte. Und ich habe, weil ich auch mal anmerken muss, seit dem letzten Mal habe ich mir die 20 U. Da habe ich denn ganz viel von. Ganz viel Bullcrap. Ich habe mir ganz, ganz viel... Das heißt ganz, ganz viel. Ich habe mir Dingens angeguckt. Den Film quasi, der hier mit drauf ist. Und der hier war schwachsinnig. Schmeißen wir mal weg. Brauche ich nicht so. Habe ich noch eine 9er-Karte irgendwo. Halt Dingens, nehmen wir den Roulette-Raum. Da habe ich eine. Ja, komm, Roulette-Raum. Dingens angeguckt. Wie heißt es? 358,5 Tage oder sowas. Ich weiß es jetzt nicht, wie das heißt. Genau. Entschuldigung. Und, ja. Mein Kopf hat danach geraucht und ich war fast am Flennen. Aber okay, das Spiel kommt auch noch irgendwann. Und mal schauen, was ich damit mache. Also, ob ich da irgendwas mit der HD-Version mache. Und da was erwartet uns hier? Nur Story oder vielleicht ein Boss? Ich glaube ja nicht daran. Aber ich habe gerade noch gespeichert. Nee, hier kommt kein Boss. Sieht nicht danach aus.
Oh je. Geppetto! Und der Fisch. Das ist nicht sehr schön. Die Textur auf dem Schiff ist wirklich gerade nicht schön. Ernsthaft. Potzblitz, da ist ja Jiminy Grille. Wie seid ihr denn hier hereingekommen? Gute Frage. Wie landet ihr landet ein Uhrmacher im Magen eines Wals? Tja, lange Geschichte. Die Texturen irritieren mich gerade so ein bisschen, aber okay. Du bist in See gestochen, um Pinocchio zu suchen? Und Monstro hat dich verschluckt? Das war es wert, denn ich habe meinen Sohn gefunden. Aber jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus, stimmt's? Muss recht furchtbar sein, in Monstros Magenräume festzusitzen. Hauptsache Pinocchio und ich sind zusammen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. So, Geppetto, so geht's mir auch, Geppetto. Mir ist egal, ob ich hier feststecke, solange nur mein Pinocchio da ist. Er ist so ein lieber Junge. Aber er schwindelt immer noch. Doch mit etwas Hilfe von mir wird das schon. Ach, Jiminy, du sorgst dich zu viel. Wo ist Pinocchio? Apropos, Pinocchio, wo steckt er? Eben war er doch noch da. Wo ist er diesmal hin? Wahrscheinlich auf Erkundungsgang. Dieser Junge hat schon fast jeden Zentimeter von Monstro erforscht. Er verrät mir nicht warum. Ich habe ihm gesagt, dass das gefährlich ist, aber vergebens. Dieser Junge ist schwierig. Sora, wenn ich bitten darf. Schon klar, ich weiß. Wir sollen dir helfen, ihn zu finden, oder? Na dann los, Leute. Super. Yay. So kann man es natürlich auch machen, auch wenn das hier nicht viel Sinn macht, weil bisher gab es keine Räume, wo ich das wirklich gebraucht habe. Man kann vor allen Dingen nicht in den Raum zurück. Yay. Wir können höher springen, ich würde jetzt schneller laufen können. Müssen wir jetzt als nächstes hin? Ja, zu dem da unten direkt, okay. Du. So, kann man auch ganz schnell hinlaufen jetzt. Yay, ein Truhenraum. Was kann ich? Ich glaube, hier habe ich vorhin den Feuerwurf gelernt. Yay, in der Kiste. Was keinen Sinn macht. Aber okay. Eine rote Karte erstmal. Wo habe ich ganz viele von? Eigentlich von den Roulette-Karten habe ich am meisten. Die schwache Dunkelheit würde ich ehrlich gesagt gerne behalten. Weil das ganz angenehm ist, sie zu benutzen. Wir nehmen dann einfach mal die da. Und die da. Und natürlich die da. So, dann will ich auch mal da ein paar Karten los. Was kommt denn als nächstes? Ich bin gespannt. Du. Ich bin übrigens jetzt schon eine halbe Stunde nur für diese Folge am Aufnehmen. Oh. Also, wenn es interessiert. Jetzt sieht noch ein Bosskampf aus. Könnte sein. Pinocchio, du Lümmel, du weißt doch, dass sich Geppetto Sorgen macht, wenn du hier alleine herumirrst. Jimmy war auch besorgt. Tut mir leid. Was machst du hier überhaupt? Suchst du was? Ja, ich suche nach einem Schatz. Naja. Nicht schon wieder. Aber Jiminy, sei auch nicht so streng mit dem jungen Jiminy. Wir versprechen dir, nichts Böses zu werden, Pinocchio. Willst du es uns deshalb nicht sagen? Hab keine Angst, sag uns die Wahrheit. Vertrau Goofy. Ich habe einen Ausgang gesucht. Vater sagt, er sei glücklich, aber es ist meine Schuld, dass wir hier sind. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Alles klar, daher dachtest du also, du müsstest lügen. Hast du es getan, weil du ihn liebst. Jetzt brauchst du nur Mut. Was? Sag Geppetto die Wahrheit. Mit etwas Mut schaffst du das.
Wenn du ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Und wir helfen dir auch. Wirklich? Ihr helft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Jiminy. Und fortan bitte keine Geheimniskrämerei mehr. Einverstanden? Klar, ich werde Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Klasse. Dann wächst auch deine Nase nicht mehr. Es war klar, Bosskampf. Was ist los? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Pinocchio, lauf! War vielleicht die falsche Richtung. Das Ding wieder Pinocchio gefressen. Ja. Hilfe, ich bin gefangen! Was? Okay. Kampf gegen dieses Ding schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Es hat einen Namen, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Und wenn das Spiel mal geladen hat, kann es auch losgehen. What? So sah die Arena aber gerade noch nicht aus. What? Au. Okay. Hoppala. Ui. Das und was das. Für was anderes habe ich die eh nicht drin. Ein starker Goofy. Ich kann nicht springen. Was ist das für ein Bullshit? Warum kann ich nicht springen? Au. Was denn Quatsch? Na komm. Was zum Fuck? Lass dich kaputt knüppeln. Okay, der war jetzt nicht allzu schwer. Also solange es nur ein Gegner, also ein großer Gegner ist, ist das ja kein Problem mit diesem Kampfsystem. Da geht das ja alles. Nur, wie wir es einmal hatten bei dem Dingens, war das etwas krank. Aber okay. Danke. Aber das ist doch bestimmt nicht der einzige Boss hier in der Ebene. Obwohl. Parasitakel. Okay. Ist in Ordnung. Hilfe, ich habe Angst. Pinocchio, sei tapfer. Wie? Gib nicht auf, versuch dich da rauszukämpfen. Sei tapfer. Ich versuch's. Ist nicht tapfer, der hüpft da drin rum. Und er hat's kaputt gemacht. Aber er klettert wenigstens von alleine raus. Das ist schön. Pinocchio, alles in Ordnung? Keine Angst, alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen klebrig. Super. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzloser hat mich ausgespuckt, als ich Rabatz machte. Das könnte doch auch bei Monstro klappen. Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monstro aus. Toll Idee. Dringen wir in sein Inneres vor und probieren's. Ich komme mit. Dass gerade Donald das sagt. Nein, zu gefährlich. Komm schon. So sollte es bei Geppetto sein. Was nützt Monstro zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet? Ihr lasst das uns. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig. Dümm, Schlüssel des Seins. Okay. Ist okay. So, dann wollen wir uns jetzt mal zum letzten Punkt aufmachen. So, jetzt muss ich aber ganz kurz mal auf die Karte links rum, ne? Ja, links und dann rechts und dann, danach. Und dann können wir nochmal speichern.
Weil da habe ich nochmal einen Save Point hingesetzt. Weil, warum nicht? Nee, weil mir auch gesagt worden ist, lieber da, hoppala, vor einen Save Point setzen. Ist immer angenehmer. Nur ich weiß natürlich nicht, wie das hier im Original war. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit sich die Version hier von der, also die Remix-Version von der Original, von der, vom originalen Remake unterscheidet. Das muss man ja so sagen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Original ist für den Game Boy Advance. Das Remake ist dann für die PlayStation 2 gewesen. Und dann nochmal, Dingens. Das jetzt hier für die PlayStation 3. Aber gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Muss mit 0 gleich sein. Ja, okay. Bringe eine Dunkelheit weg. Das nutze ich eh nie. Also selten. Aber dass das Ganze irgendwie lästig macht, weil es Kämpfe gibt. Das ist furchtbar in einem Rollenspiel, wo die Kämpfe nerven. Das ist nicht gut. Eigentlich. Okay. Darf ich jetzt da hochklettern? Weiter geht's nicht mehr. Bereit? Dann machen wir mal ordentlich Rabatz. Es wäre einfacher, wenn wir jemanden zum Kämpfen hätten. Perfektes Timing, wir kriegen Besuch. Auch muss ich jetzt gegen die Kleinen antreten. Oh, wie süß. Die sind im Übrigen kein Problem. Eigentlich. Bisher gewesen. So. Ich frage mich eigentlich, was besser ist. Hui, das sind viele. Moment. Besiege die Herzen, um die Leiste zu füllen. Fülle die Leiste in der vorgegebenen Zeit. Vorsicht, die Leiste wird mit der Zeit kleiner. Okay. Hoppala. Muss ich ja drin Rabatz machen, ja? Okay. So viele wie möglich wahrscheinlich auf einmal killen. Komm aus dem Boden raus. Kommt die alle aus dem Boden raus. So. Yay. Was habe ich da gekriegt? Dumbo! Was? Das macht jetzt keinen Sinn, dass wir Dumbo gekriegt haben, aber okay. Puh. Ich glaube, man wird mal sagen, ich habe es geschafft. Was jetzt? Es klappt, Monster muss gleich niesen. Weil wir ihm Magenkrämpfe verpasst. Was? Dieser Wal funktioniert merkwürdig. Hui. Okay. War's das? Ich wollte jetzt immer eine Welt in ein Video packen. Ah, das Schiff ist weg. Das scheint draußen zu sein. Aber oh, jetzt weiß ich, wie sich eine Kanonenkugel... Was? Okay. Wo sind Pinocchio und sein Vater? Sie sind weg. Sie haben es wohl geschafft. Ohne dich, Jiminy. Und ich dachte, vor seinem Gewissen gäbe es keinen drin. Macht nichts, solange es den beiden gut geht. Aber vielleicht braucht er mich wirklich nicht mehr. Wie meinst du das? Die kleine Puppe konnte richtig und falsch nicht voneinander unterscheiden. Aber er hat es weit gebracht. Vielleicht braucht er Jiminy Grille nicht mehr. Vielleicht kommt er ja ohne meinen Gezeter besser zurecht. Meine Herren. Weißt du noch, was Geppetto gesagt hat? Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seinen Lieben vereint zu sein. Ich wette, Pinocchio kann es kaum noch erwarten, dich bald wiederzusehen. Wer weiß, vielleicht hast du recht. Ja. Mhm. Yes. Muggelpunkte. So, damit haben wir das abgeschlossen. Dann machen wir jetzt noch... Feuer. Nice. Feuer 0. Ah, nicht ganz so nice. Ich finde die Nuller-Karten... irgendwie komisch. Sind ganz gut, um sowas wie Kombos abzubrechen, aber ansonsten... Meh.
Meh. Meh. Gut und schlecht gleichermaßen. So. Aber das auch. La 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 la. So. Und weiter geht's. So, I still need you to remember about that other daughter. Just bits and pieces. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Who knows? It might even help you remember other things. Well, she was quiet and always drawing. When we'd go to the beach, she'd draw a picture instead of swimming. Sometimes she'd draw us, too. She was really good. I remember Riku and I fighting over who she'd draw next. But one day, she was gone, just like that. I think the grown-ups knew the reason. They might even have tried to explain some of it to me. But I was little. I probably didn't understand what was happening. I remember crying after she was gone. But that's all. I still don't remember her name. Oh, I bet you remember it in no time. I must point out, Sora keeps remembering things instead of forgetting them. It seems to me, forgetting things may be the only way to reach the memories buried deeper down inside each of us. So we should forget in order to remember? Like those guys said, our most precious memories lie so deep in our hearts that they're out of reach. All that stuff about finding, being losing, and losing being finding? I didn't get it at first, but maybe this is what they meant. Gosh, Sora, I think I'm a little jealous of you. How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Come on, Goofy! Let's get going! We gotta forget things faster! Yay, okay. Ich finde das immer noch merkwürdig, dass sich Sora an die Person erinnert, sag ich mal. Ich kenne ja den Namen jetzt schon. Könnte ich doch bloß an etwas erinnern, ja. Vielleicht fällt dir den Namen wieder ein. Yay, ich kenne den Namen schon. Ich sag ihn aber trotzdem nicht, weil es... Just as we intended. We'll continue with our plan. Let's see how far this group will go. You had your fun on the first floor. So this time, it's my turn. I'm not going to just give it to him. Don't break him. Well, do I detect a soft spot? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Don't forget. Sora is the key. We need him if we're going to take over the organization. I know that you're in on it too. But keep it under your hood. At least until the time is right. You would have been wise to have done the same, Larxene. So, Sora, did anything back there help you remember your friend's name? Her
Her name's the only thing I can't seem to remember. You gotta try. Hurry up and remember it. Hallo, Trophäe. Schön, dass du auch da bist. Yay. Ach, immer diese Leute mit dem X im Namen, ne? Heieiei. Also Lakshin, Axel, die wir jetzt hier schon kennengelernt haben. Der Kuttentyp, der hat auch ein X im Namen. Vom ganz am Anfang. Und ja. Ach ja, und ich habe Wunschgestirn gefunden, was schlechter ist als Heros. Das heißt, es bringt mir nichts. Yay. Sowieso dumm. Egal. Ich würde mal sagen, wir machen hier Schluss für heute. Und beim nächsten Mal machen wir dann das nächste Stockwerk und scheinbar wieder einen großen Story-Boss-Kampf. Also ich bin Zarok. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.